Der Glacier-Express, Gletscher-Express auf Deutsch, nicht so berühmt wie der Orient-Express oder die Transsibirische, mehr ein Geheimtipp unter Kennern, aber ein Zug der Superlative. Er klettert über Alpenpässe, windet sich durch Schluchten, bewältigt 7000 Meter Höhenunterschiede hinauf und hinunter, fährt durch 91 Tunnel und über 291 Brücken. Kein Wunder, dass er für eine Strecke von nicht ganz 300 Kilometern quer durch die Alpen 8 Stunden und 47 Minuten unterwegs ist. Der langsamste Schnellzug der Welt. Am Schluss des Zuges die direkten Wagen Glacier Express nach diesem Dispritz Zermatt. Auf der ersten Etappe besteht Glacier Express aus 2 bis 3 roten Wagen, die vom grünen Schnellzug der Rhätischen Bahn mitgenommen werden. Am Anfang ist es ein Vergnügen nur für passionierte Frühaufsteher. Um 6 muss aus den Federn wer mit will. Da hängt meistens noch der Nebel im Tal und verschleiert wohltätig die betonierten Spekulationen der fremden Industrie, die St. Moritz heißen. Grau die Stimmung und flau, alles grau in grau. Aber nur noch für kurze Zeit. Dann hebt sich auf einmal der Vorhang und wir reiben uns die Augen aus vor den Bildern der heilsten aller heilen Welten. In Chur wird der Gletscherexpress auf seine volle Länge gebracht. Für viele beginnt erst hier die Selbstzweckreise ins Alpenparadies. Man kommt mit der Bundesbahn aus nördlichen Richtungen und steigt auf die Schmalspur um. Am Schluss des Zuges gibt es jetzt einen Speisewagen, eine besondere Attraktion, die wir im Auge behalten. Der Glacier-Express steigt von Chur durch das Vorderrheintal hoch bis Disentis und weiter hinauf über den Oberalppass nach Andermatt am Gotthard. Von da klettert er hinauf zum Furka-Pass und fährt dann mit vielen Windungen das Wallis hinunter nach Brig und Visp. Zweigt hier vom Rhonetal ab und steigt wieder hoch bis Zermatt. In Disentis gibt die Rhätische Bahn den Glacier-Express weiter an die Furka Oberalpbahn. Lokomotive und Personal werden ausgetauscht. Der Lokwechsel hat vor allem einen technischen Grund. Für die nun folgende Strecke braucht man eine Zugmaschine, die für Zahnradantrieb ausgerüstet ist. Unser Zugschaffner ist der Star der Oberalpbahn. Gutmütig, leutselig, für ein Schwätzchen immer zu haben. Er spricht Deutsch, Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch, ein wenig Englisch und vor allem Romanisch. Romanisch ist seine Muttersprache. Die Luft ist wieder dünner geworden und es bläst kühl durchs offene Fenster, mitten im Sommer. Kein berühmter Pass, der Oberalppass, ein Übergang zwischen den Kantonen Graubünden und Uri für den Binnenverkehr der Talbewohner hüben und drüben. Auch ein Ausgangspunkt für Wanderungen. Und im Winter gibt es schon einen Skilift. Wann schlägt die Urlaubsindustrie zu? Zu viel Lawinen, heißt es. Leider oder Gott sei Dank. Andermatt würde man in Deutschland als Garnison bezeichnen. Hier sagt man Waffenplatz. Der nahe Gotthard ist seit den alten Römern ein strategischer Punkt. Da braucht man schon Soldaten, damit die Geschichte im Lot bleibt. Andermatt, Hospental, Realp. Auf der geraden Strecke durchs Urserental sieht es aus, als wollte der Zug einen Anlauf nehmen für die Bewältigung seines größten Abenteuers. In Realp kommt uns der Glacier-Express aus Zermatt entgegen. Halbzeit. Und gleich beginnt der Aufstieg zur Furka, wieder in einer ganz anderen alpinen Landschaft zwischen Gletscherbächen und Alpenrosenfeldern.
Einfahrt in Brig. Hier kreuzt unsere Schmalspur die Normalspur der Lötschberg-Simplon-Linie. Hier wird noch einmal die Lokomotive gewechselt und mit ihr die Regie von einer privaten Bahngesellschaft zur nächsten. Bis Brig fuhren wir mit der Furka Oberalpbahn, die jährlich rund 10 Millionen Verlust macht und sich diesen vom Staat bezahlen lässt. Und weiterfahren wir mit der Brig-Visp-Zermattbahn, die jährlich über 2 Millionen Gewinn macht und diesen an die Aktionäre verteilt. Ein marktwirtschaftliches Prunkstück, denn am Endpunkt dieser Strecke hat die Bahn das Monopol, Menschen nach Zermatt zu bringen. Kilometer vor dem berühmten Gletscherdorf ist für Automobile Endstation. Der Schlusssatz auf unserer Reise mit dem langsamsten Schnellzug der Welt. Chalet-Giganten aus Backstein und Beton. Ein Vorspiel für das, was uns in Zermatt erwartet. Aber es ist erst Täsch, der Ort, wo die Autos auf Halte müssen. Nicht Detroit, Täsch bei Zermatt. Zermatt. Eine Chaletstadt, für die einstmals die Familie Seiler die Grundlage schuf und wo der Name Seiler heute königlichen Klang hat. Eine Chaletstadt, von der man nicht sagen kann, ob sie mehr gewuchert ist oder mehr gewuchert hat. Ein Stadtdorf, mit dem der millionenfache Traum von der Alp zum Albtraum wurde. Endstation einer Fahrt durch die heile Welt, die immer dort am meisten kränkelt, wo es ihr materiell am besten geht. Der Glacier-Express fährt die Strecke St. Moritz-Zermatt und Zermatt-St. Moritz zwischen Juni und September. Es empfiehlt sich die Reise in ost-westlicher Richtung. Denn wer am Nachmittag in Zermatt angekommen ist, der kann gerade noch die Ziegenherde erleben, die der Verkehrsverein jeden Tag zur gleichen Stunde durch die Straßen treiben lässt. Eine Ziegenherde zwischen Hotels, Boutiquen, Einkaufszentren und Bankfilialen, damit der Kurgast glaubt, er sei in Zermatt. Und wenn es einen letzten Zweifel geben sollte, das Matterhorn ist über jeden Verdacht erhaben. Versuche, den Berg mit Seilbahnen zu behängen, sind bis heute gescheitert. Die Hoffnung, dass es dabei bleibt, ist gegeben.